Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Final Fantasy 13.2. Ich habe vorhin versucht, Mario Hex aufzunehmen. Das Spiel hat mich geärgert, hatte keine Lust. Und dann habe ich mich entschieden, einfach mal eine Stunde Final Fantasy zu spielen und das mit aufzunehmen. Ich hatte euch ja auf Facebook versprochen, das mal zu machen. So, Nefi spielt privat. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Zwischensequenz an. Also das, was bisher passiert ist. Ja, wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, Achtung, Spoiler-Alarm, ich fange jetzt irgendwo an. Also wenn ihr nichts wissen wollt vom Spiel und das selber spielen wollt, ich fange jetzt mittendrin an in der Eichhüllten Steppe, wo wir die Zeit noch nicht kennen. Wie gesagt, wenn ihr nichts davon sehen wollt, wegmachen, nicht beschweren, ich spiele einfach eine Stunde. Und ja, zeig euch damit so ein bisschen das Spiel. Das wird kein Let's Play, das ist halt wirklich nur so ein bisschen, ich spiele ein bisschen doof rum, ladet euch das hoch, wenn ihr gucken wollt, könnt ihr das machen. Ja. Achilles Steppe, ich kann Steppe nicht aussprechen, warum nicht? JS, wie spricht man das aus? JS? Ne? Ja, JS ist hier die Zeit in Final Fantasy. Eine Zeitepoche. Ich will jetzt auch nicht so viel zu... Obwohl, wenn ihr jetzt noch nicht weggeschaltet habt, wollt ihr ja Story hören und euch ist das egal. Also JS ist, glaube ich, die Zeitepoche nach dem Zusammensturz... Also nach dem Zwischenfall nach Teil 13. Und warum lädt meine PlayStation gerade so lange? Ich kann Ladezeit nicht länger überbrücken. Dankeschön. Eichhüllte Steppe. Ich kann Steppe immer noch aus dem zeitloses Grasland. Ja, ich bin hier gerade frisch hingekommen. Bin auch gar nicht so weit in dem Spiel, glaube ich. Das sind Zeitportale. Ja, gut. Ich will jetzt auch nicht so viel labern. Ich will jetzt erstmal hier ein bisschen erkunden. Mal schauen. Oh Gott. Ein Kampf. Habe ich Lust zu kämpfen? Was ist es denn? Mal gucken. Ich habe hier noch keinen Gegner besiegt. Ich bin frisch hier hingekommen, wie gesagt. Mal schauen, was hier rumläuft. Kleone. Okay. Ja, ich bin auch total falsch geskillt wahrscheinlich. Weil, ich noch rausfinden musste, welcher Charakter für was am besten geeignet ist. Zum Beispiel habe ich rausgefunden, dass Sarah, das nette Mädchen da hinten, gar nicht so die gute Heilerin ist, sondern hier unser Noel da hinten, da der viel bessere Heiler wäre für die Gruppe. Naja. Ein roter Kaktor da hinten. Sind hier irgendwelche Items? Da hinten schweben Items rum. Die möchte ich haben. Lalala. Hallo. Oh. Oh, jetzt kommen hier immer Feinde und ich will doch die Kiste öffnen. Wenn wir die Feinde Feuer schlagen, bevor sie uns berühren, haben wir immer den Präventivschlag. Das ist in dem Spiel extrem leicht, finde ich. Also ich kriege zu 95% der Angriffe einen Präventivschlag raus, was in Teil 13 deutlich schwerer war. Und die Kämpfe sind hier nicht so spannend, glaube ich. Zumindest die kurzen nicht. Yay, 5 Sterne Schaudertropfen, sehr schön. Und ich werde jetzt die Paradigmen bei den richtigen... Da, bei den Zufallskämpfen nicht so oft wechseln. Außer es kommen ein paar stärkere Gegner zwischendurch. Paradigmen sind die Kampf... wie nenne ich's? Taktiken. Kampftaktiken. Welche Handlung der Charakter jetzt vornimmt. Zum Beispiel, ich zeige das mal. Gehen wir ins Menü. Paradigmen. Hier haben wir zum Beispiel Sturmkommando. Da würde Sarah den Verheerer einnehmen. Ein Verheerer ist ein Magier. Schwarzmagier in dem Sinne. Und Noel ist ein Brecher. Das ist eigentlich der normale Angreifer. Mit Waffen nicht viel Magie. Nutzen auch Magie, glaube ich. Ein bisschen. Zum Beispiel Ruin. Der Angriff Ruin basiert, glaube ich, auf Magie. Ich weiß es aber nicht. Kann sein, dass ich Bullshit labe. Und das Monster dementsprechend Hoplit. Sieht man rechts, wäre ein Brecher, das ist der Roboter, den wir die ganze Zeit in unseren Kämpfen haben. Wir können Monster fangen in dem Spiel, die sich dann zu uns gesellen. Ja, und hier zum Beispiel Kate Sith, ein Heiler, muss man haben. Auch Mentoren, die unsere
Daten verbessern. Ich glaube, der Augmentor macht das. Der Manipulator macht, glaube ich, das Gegenteil. Der schwächt den Gegner. Ich weiß es nicht. Hallo, Schaf. Was ist das hier für ein Monster? Hallo. Die tauchen immer hinter ihm auf. Okay, der ist ein bisschen größer. Der könnte dauern. Chelicerata. Coole Namen haben die ja schon. Und oh ja, der dauert länger. Da werde ich mal... Oh, jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe meine Paradigmen gerade das letzte Mal total verhunzt. Ich musste mir neu machen. Scharfer Sturm klingt gut. Machen wir das. Oben rechts sehen wir die Schockleiste, die wir mit Magie ganz gut nach oben treiben können. Und der Brecher hält die Schockleiste dann aufrecht. Also mit Magie treiben wir sie hoch und die normalen Angriffe, also der Brecher, der erhält sie. Glaube ich. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Spiel kennt. Hechtsprung habe ich noch nie benutzt. Oh. Ja, verkackt. Weil ich so eine super Reaktion habe gerade. Komm, mach ihn fertig. Och, noch einer. Wo ist noch einer? Ach, da läuft noch einer. Die drei können wir früher angreifen, dann brauchen wir die Leisten unten nicht volllaufen lassen. Schaudertropfen, sehr schön. Wo war ich? Hier war ein Schaf. Ich wollte das Schaf angucken. Da! Schafe! Hallo! Kann ich mit euch reden? Ihr klingt wie Kühe. Warum klingt ihr wie Kühe? Jetzt wie ein Schaf. Gerade wart ihr eine Kuh. Und jetzt ein Schaf? Könnt ihr euch entscheiden? Ich muss mal schauen. Da hinten schwebt noch ein Item rum. Ich hasse sowas. So große Landschaften, wo überall Items rumliegen. Oh, Monster. Geh weg. Was bist du? Ich habe keine Lust, immer zu kämpfen. Da war was. Habt ihr das gesehen? Wenn wir L1 drücken, kann unser... Ach so, nein. Jetzt wollte ich R1. Wenn wir R1 drücken... können wir einmal so die Zeit verzerren und Items aus einer anderen Zeit zurückholen. Aber irgendwie habe ich mich da jetzt gerade verguckt. Irgendwie war da doch nichts. Astralzipfel. Okay, was die Items alle machen, weiß ich noch gar nicht so. Da hinten flog was rum, habt ihr gesehen? Da sind Menschen. Möchte ich aber noch nicht hin. Ich möchte mich noch umschauen. Ein bisschen die Karte aufdecken und komische Gebäude sehen. Mäh, ja, mäh, du Marum. Boah, was, ey, seid ihr jetzt Schafe oder Kühe? Könnt ihr euch entscheiden? Oder so ein Wookie aus Star Wars oder so. Oh, wo geht's denn hier lang? Nein, auf euch habe ich überhaupt keine Lust. Ich möchte jetzt nicht kämpfen, ich möchte erkunden. Ach so, das ist der Mokri, der immer auftaucht. Und ich denke, da wäre irgendwas aufgetaucht, so an Items. Was fliegt denn hier rum? Kann mich das Vieh angreifen? Das wäre nicht so toll. Ich habe den Schatten gerade gesehen auf dem Boden. Oh. Ich werde gleich erstmal diese rote Statue da ansprechen. Was ist das denn da? Ein Zeitportal, glaube ich. Ich möchte aber auch nicht genau deswegen nicht zu weit laufen, weil sowas passiert. Ich weiß nicht, ob ich die Viecher schon schaffe. Keine Ahnung. Gucken wir uns mal das rote Ding da an. Was war das? Oh, gut. Was bist du? Hallo? Was bist du denn? Kann ich nichts mit dir machen. Oh, das Vieh fliegt aber tief. Das kann mich bestimmt angreifen, wenn es will. Bleib oben. So. Wo waren die? Die waren da. Da hoch muss ich auf jeden Fall. Och, Kinder. Lass mich doch in Ruhe. Ich weiß, kämpfen ist wichtig. Nein, es greift mich an. Oh, verdammt. Damit habe ich nicht gerechnet, dass so ein Vieh kommt. Machen wir den Schakal mal platt. Ist ja zum Glück nur einer. Okay, dann müssen wir auch den scharfen Sturm benutzen. Ich kann jetzt mal eben gucken. Ja, der Augmentor erhöht unsere Statuswerte. Und der Manipulator senkt die Statuswerte der Feinde. Was zur Hölle? Was war das? Wieso hat der mich so schnell fertig gemacht? Das habe ich gar nicht aufgepasst. Mach mal selber wieder heile hier. Und mach mal hier den. Die grüne Guerilla-Taktik. Katzenwatsche, wie ging die nochmal? Ach ja, so. Wenn man länger nicht spielt, vergisst man das gerne mal. Und die Katzenwatsche bringt überhaupt nichts an Schaden. So mal gar nicht. Ich müsste meinen Anführer wechseln. Obwohl, ist egal, ich kann auch eben neu bleiben. Ist eigentlich egal. So, jetzt sind wir wieder geheilt. Jetzt kann ich wieder auf meinen scharfen Sturm wechseln. So, geschockt. Wenn die Gegner geschockt sind, nehmen sie mehr Schaden. Ja.
Warum hat der mich so schnell getötet? Mein Gott, war das heftig. Das wusste ich nicht, dass das so krasse Viecher sind. So. Jägersiedlung. Mit dir soll ich reden? Das Leben in der Steppe, das harte Leben der Steppe, hat die einheimischen Bewohner misstrauisch gemacht. So, dass sie Sarah und Noel zunächst mit Argwohn entgegentreten. Es muss jedoch eine Möglichkeit geben, das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen, um mehr über diesen Ort und seine Begebenheiten zu erfahren. Offenbar bedürfen einige der Bewohner Hilfe. Biete ihnen deine Hilfe an, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Natürlich machen wir das. In Final Fantasy 13.2 gibt es nämlich so eine Art Quest-System, so von Anfang an. Kann ich nicht mit dir... Wieso kann ich nicht mit dem reden? Ist ja doof. Irgendwie kann ich mit keinem reden. Ist das normal? Chocobo! Hallo! Da muss ich hoch. Ich möchte aber irgendwie... Wieso kann ich mit euch allen nicht reden? Sonst kann ich in der Stadt fast mit jedem reden. Naja. Viele Chocobos hier rumlaufen. Ich mag Chocobos. So, ich möchte das Item da oben haben, was hier lag. Oder habe ich mich gerade verguckt? Da liegt's. Na? Was? Grimorialiticum. Das klingt nach einer Waffe. Nein. Ist aber irgendwie keine. Moment, da muss ich mal schauen. Was war denn das? Oder war das irgendwas anderes? Bis. Ah, so. Nein. Waffen. Auch nicht. Accessoires. Ah, Accessoires. Stärkt die Wirkung von Analyse und Heiltrank. Ja, okay. Kann man haben. Muss man jetzt aber noch nicht. Ist aber nett. Hallo Schafe und hallo Item da hinten. Meh, jetzt seid ihr wieder Schafe. Na, was haben wir hier? 600 Jill. Ich nenne es Jill. Andere wahrscheinlich Gil. Ich sag Jill. Sich gerade das Lager aufschlug, ertönt ein unbetäubender Lärm. Okay. Da, mit dem da oben können wir reden. Der hat eine Sprechblase am Kopf. Das ist auch unser Ziel. Hallo. Hast du hier irgendwo was liegen, was ich gebrauche? Was ist das denn hier? Eine große Apparatur. Okay. Reden wir mit ihm. Listen, we could do with an extra arm. You help us, and I'll give you this map. Okay, erhüllte Steppekarte erhalten. If you're here to hunt, find someplace else. You guys aren't exactly hauling it in. Prey getting scarce? Yes. Ever since that storm blew up, these lands were teeming with game before that. Friends went to investigate the storm, but they never came back. Aha. Kann ich jetzt nochmal mit dir reden und du gibst... Ah, okay. My friends are out there assessing the situation. But even if I knew, I wouldn't tell anyone that wasn't a hunter. But Noel's a hunter. Don't look so surprised. She's right, you know. Really? Then you wouldn't mind if I put you to the test. Let's see what you can do. We've been getting harassed by a pack of monsters lately. Think you can get rid of them for us? Aha, das Gras der erhüllten Steppe... Ich kann Steppe nicht sagen. Wiegt sich gemächlich im Winterzeit. Der Jäger Tipur fordert Sarah und Noel dazu auf, ihr Jagdgeschick unter Beweis zu stellen. Indem sie die Goblins erledigen, die das Dorf und seine Bewohner belästigen, zeige dein Können als Jäger, indem du die lästigen Goblins besiegst. Mission annehmen, natürlich. We're counting on you. No one knows why they appeared all of a sudden. What are they after? Das große fliegende Fieder in der Luft da hinten macht mich viel nervöser. Kann ich hier runter? Kann ich hier einfach... Oh mein Gott! Oh, wie sie das einfach locker hinnimmt. So, was ist denn da hinten? Ist da hinten noch so ein riesiger... Da hinten ist eine riesige Kaktusstatue. Seht ihr das? Da hinten? Oh mein Gott. So, sind das Goblins hier? Nein. Aber egal, ich hau den trotzdem auf Kopf hier. Die sind nämlich kein Ding. Sekundärkanone. Zack. Die kann ich noch. Da brauchte ich nämlich ein bisschen länger, um die zu können. Die musste man nämlich genau in der richtigen Reihenfolge drücken. Minimaler Fehler und die bricht sofort ab. So. 5 Sterne, Speckstück, Schaudertropfen. Items kriegt man hier auch ohne Ende. So, was passiert denn hier? Hier kommen Goblins. Was? Was? Goblin-Essenz? Goblin-Essenz? Da ist er. Komm her. So, hervorragend. Huch, wo kommt denn der Chocobo her? So, jetzt weiß ich nicht, sind Goblins stark? Keine Ahnung. Bleiben wir mal auf dem Sturmkommando.
und achten darauf, dass also dass Summer nicht wieder sofort stirbt. Ist ja nicht so angenehm. Ah, Schock. Sehr schön. Gut, der erste schon weg. Gucken wir jetzt nochmal den anderen Goblin auf den Kopf. Ich finde es schade, dass es immer noch so viel X drücken ist zum Gewinnen. Also ich drücke echt meistens nur die Automatik und oh Gott, ich muss mal heilen. So. Also man muss echt meistens nur X drücken. Wieso ist denn Chocobo im Kampf? Fällt mir jetzt das auf. Hilft der mir? Hatte ich glaube ich noch nie. Keine Ahnung. Oh. Schockzustand. Geh mal auf Sturmkommando, dann ist der schneller fertig. Den Schleim. Können wir. Hat der Chocobo mich gerade angegriffen? Tatsächlich. Und ich dachte, du bist ein Freund. Was soll das denn? Verdammte Scheiße. Du greifst das Vieh nicht an. Warte mal, greif mal erst den Mini-Pudding an. Der geht mir gerade mehr auf den Sack. Geh mal aber auf scharfen Sturm jetzt. Mini-Pudding. So. Wieso ist der verliebt? In was ist der verliebt? In den Schokobo oder was? Hechtsprung. Wie ging der nochmal? Ach ja. So. Nein! Verkackt! Wieso reagiert mein Controller nicht richtig? Naja. Gut, war ein weg. Lassen wir mal auf scharfen Sturm und greifen den Schokobo an. Wie gegen den Schokobo gekämpft? Was ist denn hier los, ey? Hier passieren Dinge. So, hau den mal auf den Kopf. Und der ist so stark. Was ist denn hier los, ey? Also der hält viel aus. Ich weiß auch gar nicht, gegen was der jetzt irgendwie schwach ist oder so. Machen wir hier Sturmkommando. Mit zwei Brechern. Dann kann ich gleich noch die Empathie von dem Hoplit einsetzen. Tolle Chocobo Vita. Ich hau dir auf den Kopf. Mach doch nicht so einen Mist. Könnt ihr die Empathie mal kommen? Die macht nämlich meistens gut Schaden. Zumindest glaube ich das. So, wenn ich sie nicht verkacke. So. Boah, 321% ist nicht schlecht. Den haben wir gleich im Schockzustand, das ist auch sehr gut. Ja, komm, mach Schockzustand. Sehr gut, jetzt haben wir ihn jetzt haben wir den Kampf eh gewonnen. Weil ich glaube, im Schock hat er keine Chance mehr. Nee, sehr gut. Tut mir leid für den Chocobo, aber ich krieg seinen Kristall. Oh mein Gott. Das Vieh war voll stark. Lass mal gucken, was der macht. Ob das ein Brecher ist oder ein Verheerer. Ja, Goblin Essenz. Quest, du hast die Goblins bezogen. Ja, das waren zwei Goblins und dafür macht ihr so einen Stress. Monsterzucht. Wo ist der Chocobo? Da. Was bist du denn? Ein Brecher. Spätreif. Stark. Selbstsicher. Okay, das ist gut. Ich glaube, Spätreif war sogar eine gute Statuseigenschaft. Da habe ich mich noch nicht so eingelesen. Berichte den Jägern. Machen wir. Was ist das für eine Statue? Ah, jetzt geht's. Eine mysteriöse Aura umgeht die Stadt. Möchtest du sie berühren? Dann möchte ich aber vorher speichern. Moment. Das ist der Vorteil hier. Wir sind nicht mehr auf diese Speichersäulen oder Stände angewiesen. Wir können einfach hier auf der Karte speichern. Und müssen nicht erst noch zu einem Speicherpunkt laufen. Ja, möchte ich mal. Mal gucken, was passiert. Was zur Hölle? Wo kommen wir hin? Ah, cool. Wir kommen jetzt direkt in die Stadt rein. This is the Hunter's camp. How did we get back here? Wow. Back in a flash, huh? Ja, das war cool. Das, da könnt ihr mir auch dran gewöhnen. Das war jetzt sehr nett. Komm, wir haben dann die Quest beendet. So, you took care of those little monsters. I have to hand it to you. Thanks for dealing with that little problem. Say, can I ask you another favor? Some of my people are in desperate need of wool. Why don't you go and talk to the folk over there? They'll fill you in. Okay. Schafe! Wir haben jetzt mit Schafen zu tun. Was ist dein Begehr? Komm. I heard you took care of our monster infestation problem. I'm impressed. Now that you've proven yourselves, I have another favor to ask of you. I need help collecting wool from the sheep wandering the plains. Das Gras der erhöhten Steppe wiegt sich gemächlich im Winterzeit. Die Jägerin Mytha hat von Noels und Sarahs Kampfkraft gehört und bittet sie deshalb um Hilfe. Sie braucht drei verschiedene Sorten Wolle von den großen Schafen, die auf der Steppe weiden. Um das Paradox zu lösen, sind Sarah und Noel auf das Vertrauen der Jäger angewiesen und sollten ihnen nach Kräften helfen.
Schafe, man. Okay, die großen Schafe haben die beste Wolle. Gut, dann suchen wir uns jetzt große Schafe. Meh. Habe ich Gizzakraut? Weil das brauchen wir, um die Giza, nenne ich es. Weil, ne? Gizza klingt irgendwie zu hart. Kann ich dich reiten? Oh, ich kann die nicht reiten. Ich möchte einen Chocobo reiten. Mann, ich habe aber auch, glaube ich, gar kein Kraut, weil wir benötigen Kraut, um die Viecher zu reiten. Dann laufen wir halt. Kein Problem. Laufen wir Kilometer weit durch die Steppe. So, da hinten ist ein fettes Schaf. Das holen wir uns jetzt. Attacke. Guck mal, es hat eine Sprechblase. Wir können mit einem Schaf reden. Komm, dann klaue ich dir mal eben Wolle. Mäh. Zupfen wir die Wolle einfach ab. So. Und lauf weg. Tschüss. Oh Gott. Nein, 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 nein. Keine Lust. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Das wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Gut. Wo sind die nächsten Schafe? Sehe ich die vom Weiten nicht theoretisch schon? So mit Sprechblase. Da hinten waren, glaube ich, noch welche. Gehen wir mal da hinten hin. Da ist ein Item. Das möchte ich aber haben. Aber hier unten kommen bestimmt Gegner, wenn ich jetzt hier runtergehe. Ja, war so klar. Und auch noch so ein großer. Die Viecher habe ich nicht nett in Erinnerung. Naja, machen wir es mal. Kasatrioi. Die Namen sind manchmal echt krank. So, und er muss. Boah, ist schon ätzend, wenn ich schon sehe, wie wenig Schaden die nehmen. Und oh mein Gott, was geht hier ab? Habt ihr das gesehen, wie viel Schaden die machen? Katzenwatsche. Dann komm, mach die Katzenwatsche. So. Irgendeiner hat Blutschaden. Das ist nicht so toll. Blutschaden ist an sich nicht schlimm, aber Blutschaden bewirkt, dass ich mich nicht mehr komplett heilen kann. Nein. Was ist hier los? Die Viecher sind echt krass. Die nehmen keinen Schaden. Kann ich flüchten? Kann ich flüchten? Wie ging das in dem Spiel? Verdammt. Konnte man flüchten? Ich habe keine Ahnung. Heiltrank. Aber was ist denn ein Einhornhorn? Wofür war das? Deckungskräfte? Nee, das will ich nicht. Mach mal hier Analysator auf die Gegner, damit wir wissen, was für eine Schwäche die haben. So, hau noch einen Heiltrank raus. Weil das schafft die Katze nicht alleine. Je öfter wir einen Heiltrank benutzen, umso weniger heilt er, glaube ich. War, glaube ich, irgendwie voll das Problem, was ich mal hatte. Ja, machen wir das mal. Hechtsprung. Mach den Hechtsprung. Komm. So, wow. Irgendwie geht mein rechter Stick nicht mehr. Irgendwie muss ich den Controller mal wechseln. Das ist nicht so toll. Doch, er geht aber noch. So, irgendwie will er beim Hechtsprung nicht mehr reagieren. Wieso nehmen die Kerle keinen Schaden? Das ist doch unglaublich. Nein, keine grüne Feste. Ich möchte das Schwimmkommando. Wieso nehmen die keinen Schaden, die Jungs? Ist ja ekelhaft. Moment mal. Heiltrank. Weil Neul mir gleich abnippelt. Ich kann gar nicht ordentlich angreifen. Weil so oft wie die mir irgendwie Schaden machen, kann ich gar nicht Schaden austeilen, weil ich ständig am Heilen bin. So, jetzt hau ich den aber erstmal in den Schockzustand, weil Noelle kümmert sich jetzt um die und meine Katze heilt Noelle dann ständig. Und Sarah muss dann den Manipulator hochtreiben, auch wenn das mit Magie alleine ein bisschen anstrengend ist. Wie ihr seht, geht der sehr schnell runter. Oben jetzt auf Schockzustand. Und wenn man jetzt noch mit dem Brecher nochmal draufhauen würde... Oh Gott, ich brauche einen Brecher. Schaffe ich sonst nicht. Hau drauf! Oh, Gott sei Dank. Dann verlangsamt sich das wieder und dann kann ich wieder mit dem scharfen Sturm angreifen. Und ich habe gerade die falschen Dings genommen. Komm, ein bisschen noch. Danke. Jetzt Sturmkommando, damit wir den voll kaputt hauen. Sekundärkanone, sehr gut. So. Warum ist Noel tot? Ach, krieg's kotzen. So. Mach den fertig, solange der im Schockzustand ist, bitte. Ganz schnell. Nein, nicht den Noel. Oh, Noel. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm da hinten. Danke. So, nix. Ist schon anstrengender Kampf jetzt. So. Weil das zwei Gegner sind, die extrem unangenehm sind. Wow. Sarah.
Katze heilt selber. Und Noel, mach den aggressiv auf dich. Komm. Genau, provozieren. So heißt das. Mach hier mal Tank. So. Machen wir das gleiche mit dem auch. Alleine ist jetzt keine große Herausforderung mehr. Wirklich Noel. Achso, der hat Vitalsphäre an. Ich habe mich gerade gewundert, warum der sich heilt. Er hat die Vitalsphäre an. Da heilt er sich. So. Machen wir mal hier den scharfen Sturm, weil den Rest müssten wir auch so hinkriegen. Lichtsprung. Komm jetzt aber. Ach so, den linken Stick. Ich drücke halt den rechten Stick. Irgendwie bin ich verwirrt jetzt gerade so. Sturmkommando. Weil wenn die im Schock sind, greifen die nicht mehr an. Dann haben die eigentlich keine Chance mehr. Die gab es in Teil 13 auch. Da fand ich die auch schon kacke. Vor allem, wenn sie zu zweit kommen oder zu dritt sogar, dann ist das extrem ätzend. Aber dann haben wir den Kampf noch gut überstanden. Nach dem Kampf wird man hier sowieso geheilt. Von daher ist egal, wie viel Energie wir verlieren. So. Natürlich habe ich keine Sterne für den Kampf gekriegt. Huch, warum hüpfe ich denn? Und warum ist das Ding mitgehüpft? Bestienhörner. Okay, das ist, um die Monster aufzuleveln. Da hinten ist ein großes Schaf. Lass mich dahin. Nein, ich werde nicht kämpfen. Der Kampf gerade hat mir gereicht. Nicht weglaufen. Nein. Hallo. Bleib hier. Bleib doch hier. Was ist das? Achso, das habe ich schon aufgemacht. Wohin läufst du? Lock mich doch nicht in eine Falle oder so. Da hinten ist noch ein Schaf. Moment, kann ich langsam gehen und das... Ah, nein, nicht langsam. Nein, kein Chocobo. Auf Chocobo habe ich jetzt auch keinen Bock. Da sind zwei Stück. Wenn wir langsam gehen, laufen die dann auch weg? Lauft mal nicht weg. Hallo. Lauf gegen die Wand oder so, aber lauf nicht weg. Komm her. Zeremonienstätte. Okay. Ihr seht aus wie Affen, die wie Kühe klingen und auch gleichzeitig wie Schafe. Ihr seid komisch. So, und du lauf jetzt nicht weg. Komm her. Nein, lauf doch nicht in den Gegner rein. Warum sind die Goblins wieder hier? Ah. Lauf vor den Goblins weg. Lauf vor den Goblins weg. Ich hab keinen Bock auf die Goblins. Nein! Oh, Schwein gehabt. Jetzt hätte ich die fast angegriffen. Lauf nicht weg. Komm her. Bleib stehen. Bleib nochmal stehen. Komm. Scharf. Ey. Wieso rennst du weg? Dein Kumpel ist auch nicht weggelaufen vor... Ich darf nicht X drücken, wenn die Gegner in der Nähe sind. Nein! Komm her. Gut, jetzt habe ich es gekriegt. Auch wenn es jetzt noch 5 Kilometer weg steht. Meh. Ja, Rauwolle. Habe ich jetzt? Du hast 3 verschiedene Wollknäuel erhalten. Sehr gut. Und jetzt gehen wir zurück. Ist der... Kaktor-Teleporter näher? Falls wie... Da, so. Wo ist denn der Eingang? Da. Ne, dann laufe ich da eben hin. Wahrscheinlich kommen nochmal Monster. Ja, war so klar. Nein, werde ich nicht machen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele KP ich habe. KP sind zum Aufleveln der Charaktere notwendig. Die kriegt man nach jedem Kampf. Kampfpunkte schimpfen die sich, glaube ich. So, hepp. Oh, ich bin zu früh hoch. Oder? Oh, da ist die, wie hieß die nochmal? Miss Lady, ich weiß es nicht. Wie hieß du nochmal? Chocolina hieß sie, genau. Hat die coole Sachen? Nicht wirklich. Hat sie coole Waffen? Ein Feenbogen. Nee, der ist aber schlechter. Nee, da ist nichts Tolles. Tut mir leid. Dann nicht. Aber die Waffen kann man sich am Anfang, habe ich, glaube ich, mal gelesen, ruhig kaufen. Ich habe ja die komplette Lösung. Ich habe ja die Collector's Edition und so. Thank you so much. The quality of this wool is amazing. Here is a little something for your trouble. Only the best hunters can run around these plains without a care in the world. Maybe, just maybe, you two can save us from the peril hanging over our heads. Schäferstein. Was verursacht den Sturm? I hear you're looking into what's causing the storm. I don't know much, but I'll tell you what little I know. The storm only comes when it's really hot and sunny outside. What should we do then? Wait for the weather to change? There has to be something we can do. There's a weather controlling device nearby. Heize das Klima auf. Okay, dann muss ich jetzt hochgehen, glaube ich. Oder was? Wo ist mein Ziel? Hä? Muss ich hoch? Ach so, Moment. Die komische Apparatur oben bestimmt.
Nee, sie, okay. There is a direct correlation between weather and monsters. I can teach you how to use the weather control device if you would like. Möchtest du eine Erklärung? Ja, bitte. Habe ich ja selber noch nie gemacht, deswegen möchte ich eine. Use the lever to shift the direction of the wind. That's the first step in changing the weather. The weather will change depending on which levers you use. There are four possible combinations and four possible weather conditions. There is a correlation between monsters and the weather. For example, if you make it rain, the monsters near watering holes will become more vicious, and rare monsters with extraordinary strength may appear. By controlling the weather, you can control what kind of monsters you'll run into. That's about it. If you forget how to work it, come talk to me again. Thanks. Okay. Nur wer die Bedienung des Wettermodulators beherrscht, darf sich einen erstklassigen Jäger nennen. Über die zwei Hebel, die links und rechts im Modulator angebracht sind, lässt sich das Wetter steuern. Stelle dich vor einen Hebel und drücke X, um ihn zu bewegen. Es kann immer nur ein Hebel gleichzeitig bewegt werden. Es gibt vier Wetterbedingungen: sonnig, bewölkt, regnerisch und stürmisch. Probiere verschiedene Hebelkombinationen aus und beobachte, wie sich das Wetter verändert. Okay. Drücken wir erstmal den linken Hebel. Und? Es wird sonnig? Nein. Es wird düster und? Na? Was ist denn das jetzt? Dunkel ist es. Ah, es gewittert. Die Musik wird bedrohlich. Was passiert jetzt? Das klingt nach sonnig. Oh, ich glaube, den sollte ich rufen. Oh, die Musik ist toll. Ich liebe die Musik in dem Spiel übrigens. There's a monster prowling the grasslands that's taking all the flan. The beast is massive. It can swallow dozens of flan. And when it does, it kicks up that storm we've been seeing. Om nom nom pudding. Pudding ist doch auch lecker. A beast that can swallow dozens of flan in one go? No, are you thinking what I'm thinking? Dialog Trigger. Und jetzt muss ich ein gigantisches Monster, das etliche Pudding verschlingt, verursacht den Sturm. Was passiert hier? Besteht eine Verbindung zu dem Pudding in Sunleaf? Ja, das möchte ich fragen. Sunleaf ist der Ort, in dem ich vorher war. If there are flan here, I'll bet you my favorite bow that there's some connection to the giant flan back in Sunleaf. Maybe the flan that are being swallowed by the monster here are being sent through time to Sunleaf. It's a definite possibility. So we should go check it out, right? Look. No other explanation. Being sucked into a time rift. And then they're reappearing back at Sunleaf. Right. If we could take down this beast, we could stop the giant flan from getting any bigger. Na, das kann ja ein lustiger Bosskampf werden. Besiege den Ferrühl. Da werde ich meine. Boah, habe ich mich erschrocken. Die Viecher, das sind. Ich finde die epischsten Viecher im ganzen Spiel. Ich meine, man kann gegen sie kämpfen. Das würde ich aber gerne verhindern. wo war denn der Ferrühl? Ich nenne ihn jetzt Ferrühl. Irgendwie finde ich das gerade passend. Da hinten ist ein Ziel. Ist da der Ferrühl? Muss ich an dem Vieh da hinten vorbei? Ungerne. Aber naja. Paradigmen. Möchte ich erstmal manuell machen. Ich möchte... Brecher... Was war das? Die grüne Meile. Nein. Was war das? Scharf offen. Ich habe gerade die falschen Monster... Moment, ich muss mal eben meine Monster tauschen. Ich möchte keinen Augmentor, ich möchte den Schokobo als Brecher haben. Dafür tausche ich ihn aus für... Moment, ja, ich habe total komisch geskillt in dem Spiel. Verheerer habe ich hier einen 20er. Manipulator habe ich noch einen 20er. Ja, dann möchte ich... Wo war er? Wo war er? Da, oh, nein. Nein. Ich gerade doof. Moment. Wo war denn der? Brecher? Verheerer. Ne, der war das aber nicht. Ich hatte doch einen besseren Verheerer, oder nicht? Oh, ich weiß es nicht mehr.
Doch, da ist er doch. Der Gaki Masera. Habe ich noch einen besseren Heiler? Habe ich noch irgendwie was anderes an Heiler? Ne, den Heiler möchte ich aber behalten. Die level ich dann gleich auf. Die sind schon voll aufgelevelt, glaube ich, auf Maximum. Was ging bei den Viechern? Weiß ich gar nicht. Putzig. Ach, Status putzig. Ist doch süß. Katze ist gelassen hier. Was passiert, wenn ich automatisch mache? Kriege ich dann meine? Genau, die wollte ich. Dann habe ich die grüne Fessel. Delta-Offensive. Passt das alles? Sturmkommando ist nicht verkehrt. Blitzschlag hätte ich noch gerne. Die brauche ich nicht. Dann hätte ich gerne noch Blitzschlag. Perfekt. So möchte ich das haben. Wir fangen mit der Delta-Offensive an. Ich weiß nämlich nicht, was das Vieh drauf hat. Was wollte ich noch machen? Ach ja, das Monster. Die Monster auf Powern. Was für Dekor. Aha. Oh, ich kann ihn eine Mütze aufsetzen. Nee, das muss nicht sein. Oh, oh, wohl komm, für die weiblichen Zuschauer. Kriegt der Chocobo. Eine Blume am Kopf. So, ich möchte den Chocobo aufleveln. Und zwar mit... es ist ein Brecher. Dann möchte ich das mit Schaulertropfen aufleveln. Rundumschlag ist schon mal nicht verkehrt. Sturmstoß ist auch nicht verkehrt. Jetzt haben wir hier Windresistenz ist nicht verkehrt. So, dann möchte ich noch drei Astralzipfel reinsetzen, damit der... Ja, oder so. Damit der ein bisschen aufgelevelt ist. Was habe ich noch? Den Gaki Masera habe ich noch. Kann ich meine Katze noch verbessern? Weil meine Katze ist ein bisschen... Oh, Speckstück. Angriffskraft. Ja, die kann sie ein bisschen gebrauchen. Lebenssplitter, TP-Werte. Ja, die kann sie auch gebrauchen. Die stirbt nämlich sehr schnell. Vidra. Oh, geil. So. Gut. Jetzt haben wir noch den Gaki Masera. Kann ich den noch irgendwie aufleveln? Ja. Kann ich noch einen Schaulersplitter geben und einen Lebenssplitter. Dann kriegt er wenigstens die Werte hoch. Habe ich denn KP für Sarah? Oh, ich habe KP für Sarah. Und wie ihr seht, ich habe die bestimmt total verskillt. Ich gehe jetzt mal hier noch ein bisschen auf Verteidiger. So, bis Levels... Ja, bis 10 reicht. Vistarium erweitert. Oh Gott. Ich habe verpennt, die Heilerrolle freizuschalten. Das werde ich jetzt tun. Und jetzt mal auf Heiler gehen. So. Das habe ich nämlich voll verpennt. So, gehen wir hier mal ein bisschen auf Verheerer. Kann ich das Kristarium auch erweitern? Ja, sehr schön. Dann kann ich bei ihm auch den Heiler freischalten. Weil er ist der bessere Heiler. Er kann das viel besser wie Sarah. Dann kann ich theoretisch auch mal meine Paradigmen wieder ändern. Was passiert, wenn ich jetzt auf automatisch gehe? Kriege ich nur irgendeine Dings? Ich gehe dann aber mal mein Monster tauschen. Und zwar tausche ich dafür... Katze aus. Und möchte dafür einen Augmentor haben. Wovon ich ja nur einen habe. Mein Augmentor erhöht meine Statuswerte. Das ist ganz praktisch. Ja, ich mache gerade viel Theoriekram hier und ist bestimmt langweilig, aber es tut mir leid. Sonst haben wir die Delta-Offensive. Den Blitzschlag haben wir noch. Aber keine Heiler. Moment. Nein. Ich möchte mit Delta-Offensive anfangen. Paradigmen. Nein. Defensiv. Nein. Defensiv. Nein. Defensiv. Nein. Nein. Moment. Da tausche ich einfach. Server ist zwar nicht der gute. Wieso kann ich die nicht per Hand? Ach so, weil ich auf automatisch bin. So. Server wird. Ich versuche sie mal als Verteidiger. Ich habe es noch nie gemacht. Er macht mal Heiler. Und der Augmentor. Wobei er der bessere Verteidiger ist. Ich glaube, noch ist das nicht wichtig. Ich glaube, noch kann Sarah gut mithalten mit dem Heilen. Machen wir so. Gut. Lassen wir erstmal so. Ich werde vorher eh nochmal speichern. Jetzt zumindest. Weil ich nicht weiß, wie der drauf ist. Dip, 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 dip. Und die Speichersequenz dauert sehr lange. Hui. So. Gut, dann wollen wir mal losgehen. Zu dem Monster.
Was da hinten steht wohl? Oder muss ich dich wieder wegschicken und du greifst mich jetzt an? Ja, könnte er alle... Was zur Hölle? Was, wenn wir ihm bloß dazu bringen können, aus dem Weg zu gehen? Vielleicht wissen die an... Ach, okay. Bewege Longuil! Dann gehen wir zurück. Dann bin ich ja weit gekommen. Teleportiere dich mal mit der Statue. Ja, bitte. Die Dinger sind cool. So. Wer redet mit mir über Longui? Moment. Kann ich mit dir reden darüber? Ja, du weißt Bescheid. On the days when you feel like nothing is going your way, take a breath of fresh air and feel the sun shine on your face. Of course, this device can help you with that. Nein. If you forget how to... Ich möchte über Longui reden. It seems the monster Feral is causing the storm. Defeating him will most likely end all of our... Wer weiß Bescheid von euch? Habt ihr denn alle keine Ahnung? Mann. Ist absolut die idiotensicher. Ja, da sind zwei Hebel dran, die ich bewegen kann. Klar ist der idiotensicher. Läuft hier irgendeiner rum, mit dem ich darüber reden kann? Na? Hallo Mogri. Muss doch irgendeiner Bescheid wissen hier. Du weißt Bescheid. The big monster with the shell on its back is called the Longui. For some reason it's afraid of lightning. A single flash in the sky and it's off and running in the opposite direction. Aha, dann muss ich es also jetzt blitzen lassen, oder was? Und dann läuft das weg. Okay, dann machen wir Blitze. Hatte ich doch vorher. Warum ist das Vieh denn dann... Diese Flugmonster, ne? Die kann, wenn ich die jetzt schon sehe, da kriege ich jetzt schon einen Kotzanfall, weil die Viecher waren in Teil 13 schon sehr ätzend. So, schalten wir das Ding mal auf Gewitter um. Ich glaube, das war nur der Hebel, oder nicht? Stell mal um. Und, es gewittert? Na? Ja, das ist die Musik, die vorhin auch lief. Du bleibst da, oder was? Er ist da geblieben. Tatsächlich war er vorher nicht. Gut, gehen wir jetzt hin. Ah, jetzt kommen natürlich hier die fiesen Monster. Oh Gott. Das war knapp. So, mal schauen, ob ich den schaffe. Hallo, Feryl. Du wartest aber schon so lieb da. Na, wie geht's dir? Was, nix da. Mealtime's over. Yeah, okay. Dann guck ich mal, ob ich den schaffe. Wahrscheinlich nicht. Weg, Horammer. Ja, da fängt ja schon super an. Ich werde meinen Analysator auf ihn schmeißen. Vielleicht macht Sarah dann... Eisblitz. Ja, da vorher hat sie noch Feuer gemacht. Also hat sie jetzt die Schwäche raus. Oh Gott, was war das? Was macht der mit mir? Oh, was zur Hölle? Sarah heilen. Ganz schnell Sarah heilen. Der ist böse. Was für Scheiße. Gott, heil den Meermann. Gott. Dann soll der Meermann uns erstmal die Statuswerte hochpushen. Und Noel soll den so lange ablenken. Schwarzes Loch klingt auch nicht nett. Das ist wahrscheinlich so eine Gravitas-Magie. Ja. Wow. Der haut gut rein. Und den soll ich schaffen? So, jetzt kann ich den auch, den Hechtsprung. Auch wenn er nicht viel Schaden macht. So, Delta-Offensive. Da ist schon Verteidiger drin. Warum greift er ständig so böse an? Das ist ja voll fies. So, Chocobo, zeig mal, was du drauf hast. Drachenatem. Ich glaube, ich sollte wieder auf Kooperationsarie gehen. Klingt alles so fies, was der macht. Ich meine, man kann ja meistens schon nach den Namen gehen, was das fiese Attacken sind. Aber das, was er macht, klingt alles fies. So, dann hau mal seinen Schock hoch. Schwarzes Loch wieder, ja.
Beeilt euch, bitte. Oh Gott. Heil, Cyber, heil. Ich hätte die Heilerrolle viel früher freischalten sollen. Damit sie jetzt wenigstens schon Hydra hat oder so. Oh Gott. Oder irgendwie schneller heilt. Ist ja ätzend. So. Ja, hau noch fester. Irgendwie bringt der Verteidiger bei dem 0. Weil der immer Gruppenangriffe macht. Und jetzt ist er schon wieder bei Schock 0. Muss ich da alles wieder von vorne hochpushen? Gucken, ob ich den schaffe, ey. Oh Gott, der haut aber auch rein, ey. Meine Fresse. Gegenstände Heiltrank. Und Sarah ja gar nicht nach. Hechtsprung, mach mal. Auch wenn der überhaupt nichts bringt. Oh Gott, der haut rein. Trotz unserer Statusverbesserung. Ich habe natürlich jetzt viel zu wenig Heilparadigmen gemacht. Ich hätte noch eine mit zwei Heiler machen sollen. Ja, dann mach mal hier. Hau dir mal den Schock hoch. Die Serie. Mega gebrüllt klingt. Oh Gott, das macht der nicht oft. Oh, super. Super. Oh Gott. Das ist ein Kackvieh. Vor allem wie schnell der ist. Gut, schade. Oh, toll. Was ist denn Quee? Oh Gott. Süß. Ja, das war süß. Irgendwo schon. Komm, der braucht nicht viel Schock. Der braucht 150%. Haut mal ordentlich drauf. Dann geht das schon. Und meine Katze läuft mir gerade ins Bild. Das ist doch nicht dein Ernst, Katze. Den ganzen Tag sieht man dich nicht. Und jetzt kommst du ins Bild. Du spinnst doch wohl. So. Ich möchte nochmal hier die Kooperationsarie kurz haben, weil Sarah sich gerade verabschiedet. Und wieso hat der denn jetzt schon wieder 0 sofort? Was macht der denn? Ich schaff den nicht. Keine Chance, irgendwie. Oh Gott, jetzt habe ich den auch noch verkackt. Was mache ich hier? So. Sarah, heil nochmal. Heil den Meermann, bitte. Gut, und jetzt gehen wir wieder auf die Delta-Offensive. Obwohl, die bringt eigentlich eh nichts. Geh mal auf Brecher. Nein, geh auf Blitzschlag. Hau ihn doch! Wieso war denn jetzt kein Brecher dabei? Was macht Omnimantie nochmal? X, glaube ich, ja. Was passiert hier gerade? Wieso kann ich nicht machen? Ja, Sarah ist wahrscheinlich tot jetzt. Nein, ist er nicht. Danke, Katze, dass du an mein Mikro wackelst. Boah, dieser Gegner macht mich fertig. Aber wortwörtlich, ey. Was ein Kackvieh. Obwohl, er geht eigentlich. Er hat ja schon... Ach, Moment. Das ist Meermann. Ich dachte gerade, seine Dings da, seine Energie wäre schon so down. Aber ist sie gar nicht. Toll. Mega Gebrüll. Ja, das ist ein mega Gebrüll. Sarah tot. Sehr gut. Anführerwechsel. Heilen wir Sarah mal eben. Ja, bevor Noel auch tot ist. Wow. Wow. Ist irgendeiner tot? Ja, das Monster ist tot. Moment. Wie ich den nicht schaffe? Was ist hier los, ey? Muss ich den irgendwie nicht schaffen oder was? Das ist ja schon übel. Ich meine, ich hatte schon mal so einen heftigen Boss in dem Spiel, aber dass sie so früh so heftig werden, ist schon heftig. So, Delta-Offensive. Kriegt er nicht in den Schock rein? Der Ball hat mir viel zu viel Schaden raus. Ich sag ja, ich bin falsch geskillt, eindeutig. Der macht Schaden. Hätte ich vielleicht das Wetter vorher noch ändern sollen? Nee, dann wäre das große Vieh bestimmt wieder da gewesen. Mann, Mann, Mann. Ich weiß schon, warum ich kein Let's Play dazu mache, sondern nur sowas hier, was ihr gerade seht. Und warum bin ich immer noch Noel? Das stört mich mal ein bisschen irgendwie. So. Ja, mach mal Sturmkommando. Hol mal Kopf. Vielleicht kriegen wir ihn damit schneller kaputt. Das ist ein Vorbereitungsangriff. Da soll ich mich vielleicht verteidigen.
Scharfes Parieren. Ja, war glaube ich ganz gut, dass ich das gemacht habe. Gehen wir schon mal wieder auf Sturmkommando. Bei viel Schaden hat das nicht gemacht. So geht. Okay, heilen, 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 heilen. Provozieren. Dieser Aiora-Kack und Drachenatem, das macht alles so viel Schaden. So, komm. So. Möchte ich schaffen. Komm. Ich pack dich auch. Nein, ich schaffe es parieren. Ich wollte Blitzschlag. Eigentlich. Mega Gebrüll. Ja, mach mega Gebrüll. So. Mach das. Hau ihn doch endlich in den Zock-Schock-Zustand. In den Zock-Zustand. Ja, in den Zock-Zustand. Da bin ich gerade. Nein! Oh, Drecksvieh. Eine Phönixfeder noch. Toll. Heil bitte schnell. Heiltrank. Und er hat bestimmt wieder sein... Ja, wahrscheinlich hat er wieder seinen Schock verloren oder so. So, mach Blitzschlag bitte schnell. Ist mir egal. Komm, hau ihn in den Schockzustand. Dann macht er bestimmt nichts. Komm, mach doch mal. Greift an. Greift an, greift an, greift an, greift an. Greift doch an. Wieso greift ihn nicht an, Kinder? Wieso? Server heil dich selber. Das ist viel wichtiger. Server. Danke. Mega Gebrüll. Ja, mach mega Gebrüll. So, warte mal. So, Heiltrank. Schmeißen wir uns mal einen Heiltrank rein. Schmeißen wir uns noch einen Heiltrank rein. Dieses Monster. Vakuramme. Da hauen wir schnell den Blitzschlag drauf. Schnell, bevor... Ja, Schock. Jetzt machen wir das Sturmkommando, weil mit Brechern kann man im Schockzustand viel mehr Schaden machen. So, komm, hau ihn drauf, hau drauf. Oh Gott, er kann trotzdem reagieren. Meistens können die Monster im Schockzustand gar nicht reagieren. Aber er kann das wohl. Verdammter Mist, jetzt ist selber tot. Jetzt drücke ich die falsche Taste. Ich habe keine Phönixfeder mehr. Nee, ich habe verloren. Verloren. Sehr schön. Verdammt. Ja, das war's. Jetzt können wir uns höchstens Schokobo holen. Nee, Schokobo ist auch tot. Ihn noch. Nee, er ist auch tot. Ihn. Nee, auch tot. Alle tot. Nur Noel lebt noch. Ja, kacke. Habe ich euch das Spiel mal von der harten Seite gezeigt? Oder so, wie man das Spiel nicht spielen sollte? Der ist heftig. Auf jeden Fall. Ja, ich habe vorher gespeichert, ne? Ich werde den Kampf für mich neu beginnen. Aber nicht jetzt. Später, ich habe ja davor gespeichert. Ich wollte euch einfach nur mal teilhaben lassen, was ich privat momentan spiele. Final Fantasy 13 2. Ich finde ihn den Teil besser wie den Vorgänger. Den Vorgänger sollte man trotzdem gespielt haben, damit man die Story drin hat. Auch wenn die Story viel nacherzählt wird in dem Teil. Gutes Spiel, hat sich gebessert. Auch wenn das Kampfsystem immer noch sehr einseitig ist. Was aber auch anstrengend sein kann, habt ihr ja gesehen. Ich bin da nur am Wechseln und am Überlegen, was mache ich jetzt. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich werde das, glaube ich, am Stück hochladen, wenn ihr euch das antut. Glückwunsch, dass ihr das durchgehalten habt. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Video.